Ich bin Christina Brückner und heute geht es um die Trennung und deren Folgen und was man dabei beachten muss. Herzlich willkommen zu Recht haben muss gelernt sein. Mein Name ist Christina Brückner und ich bin Rechtsanwältin und Partnerin vom Juristikum.Bayreuth. Und heute wollen wir uns mit der Trennung und deren Folgen befassen. Da gibt es schon geschlechterspezifische Unterschiede. Während die Frauen bereits sehr gut vorbereitet zum Anwalt kommen, sie haben schon 5 Freundinnen befragt, mindestens in 7 Internetforen gegoogelt und auf jeden Fall 12 Folgen das Familiengericht geschaut. Sie wissen, wann der letzte Sex war, wer den letzten Urlaub bezahlt hat, wer wann, wie lange und wie oft die Kinder hatte und haben schon wichtige Unterlagen dabei, sind die Männer nicht ganz so organisiert häufig. Ich hatte auch schon Fälle, da kam der Mann und meinte, ich verstehe gar nicht, warum die Frau sich getrennt hat. Also das lief doch gut. Ich kam nach Hause, das Essen stand auf dem Tisch, die Wohnung war geputzt, die Wäsche war gewaschen, die Kinder waren versorgt, der Hund war draußen und mit was bin ich zu meiner Freundin gegangen. Gut, ich gebe zu, das gibt es natürlich auch andersherum, aber ich hatte das tatsächlich häufiger. Was die Männer aber auf jeden Fall richtig machen, sie kommen relativ zeitnah zu mir als Fachanwältin für Familienrecht, denn sie wollen sich ja von den Frauen nicht über den Tisch ziehen lassen. Aber was sollte man denn jetzt bei der Trennung beachten? Das will ich an einem kleinen Fall mal dartun. Mein Mandant kam und sagte, er hat sich vor circa 2 Wochen getrennt und hatte gestern einen ganz, ganz schlimmen Streit mit seiner Frau. Da hat sie seine Lieblings-CD, seine erst gekaufte AC/DC-CD genommen, heruntergeschmissen und ist drauf rumgetrampelt. Er wusste sich nicht anders zu helfen, er hat deswegen ihre Porzellankatze genommen, die sie sehr liebt, das ist ein Erbstück ihrer Oma, und hat die runtergeworfen. Was lernen wir daraus? Wichtige Sachen zu sichern. Denn das sind die ersten, die verschwinden oder kaputt gehen. Aber was war weiter passiert? Ich hatte ihm gesagt, er soll möglichst dafür sorgen, das gemeinsame Konto, was besteht, zu trennen und ein neues Konto zu machen und das dem Arbeitgeber auch mitzuteilen. Eine Woche später rief er mich an, ja, er ist noch nicht dazu gekommen und seine Frau hat jetzt das gesamte Kontoguthaben abgeräumt. Ich erinnerte ihn daran, dass das tatsächlich so ist, denn sie hat ja eine Verfügungsbefugnis, sie kann das, aber beim gemeinsamen Konto ist es so, egal wer das Konto bestückt hat, also wer darauf eingezahlt hat, das Kontoguthaben gehört beiden Ehegatten gemeinsam, allerdings demjenigen, der jedem einzelnen Ehegatten nur hälftig. Natürlich hat er das Geld wiederbekommen, aber es war ein wenig teurer, weil er sich ja anwaltlicher Hilfe bedienen musste. Er hatte noch einen Fehler gemacht. Er hatte dann das Konto zwar neu errichtet, aber das seinem Arbeitgeber nicht mitgeteilt. Und was passierte? Der Arbeitgeber hat brav auf das alte Konto eingezahlt und die Frau hat es natürlich auch gleich abgeräumt. Wir konnten das aber mit einer Steuerrückzahlung verrechnen. Denn mein Mandant war in der Steuerklasse 3, da er mehr verdient hat, und die Ehefrau in der 5. Sie hatte ihn gebeten, in die 4 zu gehen, das hat er tatsächlich auch gemacht. Aber der Lohnsteuerjahresausgleich, der ging dann auf das Konto, was das Finanzamt kannte, denn sie hatte vergessen, ihr eigenes Konto dem Finanzamt mitzuteilen, sodass der komplette Steuerausgleich meinem Mandanten zufloss und wir konnten demzufolge diese Kontoabhebungen damit verrechnen. Apropos Steuer, die Steuerklassen werden ab dem 01.01. des auf die Trennung folgenden Jahres geändert. Das heißt, man ist dann in der 1 oder der kinderbetreuende Elternteil in der 2. Was sollte man aber noch beachten bei der Trennung und was war in unserem Fall passiert? Ein Testament errichten. Denn wir hatten minderjährige Kinder und falls meinem Mandanten was passiert wäre in der Trennungszeit, also vor Rechtskraft der Scheidung, hätte die Ehefrau natürlich, weil es ein gesetzliches Ehegattenerbrecht gibt, noch mitgeerbt. Das wollte er auf keinen Fall, also wurde ein Testament gemacht und wie man minderjährige Kinder dann schützen kann und die elterliche Sorge aushebelt, da muss man auf jeden Fall einen Fachanwalt für Familienrecht oder einen Fachanwalt für Erbrecht zu Rate ziehen, denn das ist nicht unbedingt so einfach. Ich hatte auch mal einen Fall, da kam der Sohn des Erblassers, also des verstorbenen Vaters, und hat gesagt, ja, was soll das jetzt, meine Eltern sind schon seit Jahren geschieden und trotzdem erbt meine Mutter alles und ich kriege nur meinen Pflichtteil. Warum? Ja, da hatten die Eheleute einen Erbvertrag gemacht und der Erbvertrag hieß, dass sie sich gegenseitig zu Erben einsetzen. Und das endet auch nicht mit der Scheidung, denn ein Vertrag ist nun mal ein Vertrag. Zwar konnten wir das aushebeln, indem wir gesagt haben, naja, der mutmaßliche Wille des Erblassers wäre gewesen, wenn er gewusst hätte, dass er
sich scheiden lässt, beziehungsweise das damals schon bedacht hätte, dass da eine Klausel aufgenommen wurde, dem ist das Gericht auch gefolgt. Aber immer dran denken, wenn solche Verträge existieren, bitte rechtzeitig ändern. In unserer Geschichte geht es weiter mit dem Unterhalt. Die Trennung war im Mai und die Gegenseite, also die Frau, hatte meinen Mandanten schon aufgefordert, mündlich, ich überlege mir, dass ich von dir Unterhalt will, mach dir mal Gedanken, was du mir zahlen willst. Ich habe ihm gesagt, na, sie zahlen erstmal gar nichts, wir warten, bis die Ehefrau sie ordentlich auffordert, nämlich schriftlich nachweisbar. Das hat lange gedauert. Erst im September kam sie und sagte, ich habe mir das jetzt überlegt, ich komme mit meinem Geld doch nicht zurande, ich will jetzt Unterhalt für die Kinder und für mich. Hat sie auch bekommen, allerdings erst ab September. Das war natürlich für sie nicht so schön, sie wollte ab Mai, aber da konnten wir sagen, ja, es tut uns leid, da ist keine Aufforderung gewesen. Das Mündliche konnte sie natürlich nicht nachweisen und mein Mandant hatte damit die Anwaltskosten schon wieder drin, die er an mich gezahlt hatte, denn er musste erst ab September Unterhalt zahlen. Kann man das denn aushebeln, die ganzen Folgen? Ja, natürlich, wenn man einen Ehevertrag macht. Dazu gibt es auch nochmal eine separate Folge, denn das würde den Rahmen hier sprengen. Aber bedenken Sie immer, jeder Fall ist einzigartig, nie vergleichbar und mit Dr. Google und Co. nicht zu lösen. Vielleicht sehen wir uns ja bei einem der nächsten Videos wieder. Ihre Christina Brückner vom Juristikum.Bayreuth.